Servus zusammen und recht herzlich willkommen zu einer neuen Folge auf der Zielonka. Wir spielen den Landwirtschaftssimulator 22 und ihr seht es, es ist mittlerweile Winter, Februar und der Schnee ist gefallen. Und ich bin hier ein bisschen unterwegs jetzt mit dem Fendt, denn ich war mal wieder shoppen. Ich hatte wieder mal ein bisschen Glück, würde ich sagen, und zwar gebraucht, warenmäßig gebraucht Geräte. Es ist eine Saatmaschine, eine kleine 3-Meter-Saatmaschine. Nichts Besonderes, aber ich habe gesagt, ich schlage mal zu. Besser, ihr wisst ja, haben ist besser als brauchen. Und die werden wir uns jetzt erstmal holen. Und anschließend werde ich noch ein bisschen was verkaufen, denn im Februar ist, glaube ich, Sonnenblumen ganz gut. So, was liegt denn jetzt hier? Ups, ja. Ah, hier sind wir hingesprungen. Ich habe noch ein paar Aufträge angenommen zum Gruppern. Das kann nicht schaden. Da kommt ein bisschen Geld rein. Und das läuft hier ein bisschen parallel und nebenher. Ja, da hat irgendeiner das Schild wohl über den Haufen gefahren. So, wir fahren zum Händler. Dumm-di-dumm-di-dumm. Und da steht eine Saatmaschine, nichts Besonderes, nichts Aufregendes, aber sie wird uns helfen, wenn wir mal auch eine kleine Aussaat machen wollen, Gras oder doch mal auch Getreide zwischendurch. Aber ihr wisst ja, auf diesem Projekt wollen wir hauptsächlich uns natürlich um die Früchte kümmern, die unter der Erde wachsen und geerntet werden. Aber wie gesagt, vielleicht ist dann hier dann doch mal der Bedarf. So, wir werden die Saatmaschine hier auffüllen, weil wir haben hier noch ein bisschen Saatgut liegen. Dann ist es nämlich auch weg. Und jetzt zeige ich euch mal ganz, ganz kurz, was denn sonst Tolles hier da gewesen wäre. Ihr seht die Holmer. Eine Holmer, ich fasse es nicht. Das wäre natürlich dann ein schöner Selbstfahrer gewesen hier für die Zuckerrübenernte. Aber sind wir mal ehrlich, noch sehe ich das nicht, noch fühle ich das nicht. Da sind wir noch ein bisschen weit weg. Wir wollen uns jetzt erstmal um die Kartoffeln kümmern. Und Kartoffeln wäre Aussaat im nächsten Monat. Und da wollen wir da mal schauen, dass wir da hinspringen können. Okay, jetzt bringen wir erstmal dieses gute Stück hier auf den Hof. Und dann, wie gesagt, haben wir noch ein paar Sonnenblumen. Jo, Sonnenblumen, die wir dann auch noch wegbringen wollen. Und zwar, ich muss noch mal schauen, zum Bauernmarkt oder war... Bin da jetzt gerade nicht so firm. So, ich wollte euch vor allen Dingen hier diese wunderschöne Winter Wonderland Landschaft hier zeigen. Ich finde, sieht richtig gut aus. Hat was. Okay, jetzt hier an der Straße, da passen die Texturen nicht so richtig ganz, aber ist okay. Ich finde, das Ganze hat doch ein bisschen Atmosphäre. Nichtsdestoweniger wollen wir uns nicht allzu lange hier im Winter aufhalten. Wir machen ein paar Aufträge, um ein bisschen Geld zu bekommen. Ich habe auch in der Zwischenzeit Rotbeete und noch ein paar Karottenpaletten verkauft. Unsere Dosenfabrik war ja fleißig. Und ich habe da mal spaßeshalber den Zug ausprobiert. Ja, das ist natürlich dann schon wieder ein bisschen Arbeit, weil wir müssen die Paletten tatsächlich dann vom Anhänger umschichten auf den Zug. Da gibt es kein Autoload oder irgendwas in der Richtung. Wenn doch, dann habe ich es nicht gesehen oder nicht gefunden. Dann dürft ihr es mir gerne in die Kommentare schreiben, wenn das so ist. Aber mit der Erlenkrat natürlich, es hat einen Grund, warum man eben auch ein paar Euro mehr bekommt. Ich habe auch in der Zwischenzeit, ihr seht es hier, dieses Maschinenschiff, den Grimme, hier auf den Hof gebracht und ich stelle den jetzt einfach mal hier auf die freie Fläche, weil im Moment ist es ja so, dass wir noch nicht genügend Unterstellmöglichkeiten haben. Aber eins nach dem anderen. So, wo können wir denn das Teil jetzt ablegen? Ich bin jetzt gerade mal überlegen, da steht der Drescher, gell? Kriegen wir das da rein? Kriegen wir das da rein? Das, was da erstmal rein... Ja, okay, das passt schon, ne? So, ja, das passt schon. Ich meine, das ist eine schöne Halle, auf jeden Fall auch für dann die Kartoffeln und ähnliches, wobei da bin ich noch am Überlegen, ob wir uns da nicht ein Silo gönnen für die Erdfrüchte. So, ich habe hier drüben schon ein bisschen vorbereitet, 14.000 Liter Sonnenblumen. Ding, ding, ding. So, dele. Und jetzt muss ich aber doch nochmal schauen, wo wir da eigentlich dazu hin müssen. So, tak, tak. Und
Wo kriegen wir für unsere Sonnenblumen das beste Geld? Bauernmarkt oder Getreidemühle? Stimmt, zur Getreidemühle wollte ich mal fahren, denn da waren wir noch nicht. Den Bauernmarkt kennen wir ja und Getreidemühle müsste ja ganz in der Nähe sein, nämlich in der Nähe von unserem alten Hof, wenn ich das richtig weiß. Bingo, da ist die Getreidemühle. Okay, wir schauen mal in der Zwischenzeit, wie weit unsere Aufträge sind. Der New Holland, der hier auf diesem großen Feld unterwegs ist. Und dann haben wir hier noch einen, und der sieht so aus, als wenn er fertig wäre. Und dann haben wir hier noch einen Johnny. Okay, wir schauen mal kurz in die Aufträge. Bingo. Ja, der ist abgeschlossen. Und dann würde ich doch sagen, Feld 26 gleich mal hinterher. Feld 26 müsste ja gerade... Ja, Augenblick, wo ist denn jetzt Feld 26? 28... Ach, ganz da unten. Oje, oje. Gut, da fahren wir mal schnell hin. Jo, und dann, wie gesagt, im nächsten Monat geht es dann auch schon los. Dann werden wir die Kartoffeln aussehen. Dazu brauchen wir natürlich noch eine Saatmaschine. Vielleicht haben wir ja auch hier noch ein bisschen Glück und kriegen vielleicht hier was gebraucht. Denn wir müssen auch, wenn wir ordentlich Kohle noch im Moment auf dem Konto haben, doch ein bisschen darauf achten, denn wir werden noch ein bisschen kaufen müssen. Einige Maschinen stehen sozusagen noch auf der Wunschliste und natürlich vielleicht auch nochmal ein etwas kräftigere Schlepper. So, hier haben wir noch ein paar Paletten. Rote Beete. Aber wenn die erstmal verarbeitet sind, dann sind die Preisschwankungen auch nicht mehr so dramatisch oder gewaltig. Das werden wir dann auch noch verkaufen. So, kommt da was? Rechts ist frei, waren die letzten Worte des Beifahrers, oder? So, dann jetzt hier weiter. Fahren wir hier schon mal rechts? Ich überlege gerade, nee, noch lange nicht. Noch lange, lange, lange nicht. Ja, diese Aufträge, gerade vor allen Dingen diese Grubbeaufträge und Flugaufträge oder Flügen, die kann man alle wunderschön nebenher machen mit dem Helfer. Bringen ein paar Euro nicht viel, aber so, aber ein bisschen auf jeden Fall. Vor allem, wenn man dann selber noch ein bisschen hier auf der Map unterwegs ist, um zum Beispiel Waren zu verkaufen, die ja in der Regel ja im Winter am meisten bringen. So, jetzt fahren wir irgendwann hier mal hier rechts rein. An der vermeintlichen Kirche, wo ich mal gedacht habe, es wäre eine Kirche, aber es ist wohl die Feuerwehr. So, hier. Das linke Feld ist es, ne? Das rechte haben wir ja mal abgeerntet, so testweise in der ersten Folge. Aber es ist dieses Baumwollfeld, habe ich so den Eindruck. Gut, dann schicken wir dich mal los. Und frohe Arbeit, frohes Schaffen. So, hier ist unser Fendt-Favorit 514C. Und wir fahren hier mal übers Feld, oder? Zur Getreidemühle, das ist dieses große, große Gebäude hier auf der linken Seite. Und ist natürlich klar, die Getreidemühle ist ganz in der Nähe der großen Felder hier auf der Map, die ja prädestiniert sind dann eben für Weizen, Gerste und ähnliches. Da macht es dann Sinn, dass eben auch die Getreidemühle gleich in der Nähe ist. So, dann fahren wir hier links. So, und dann schauen wir mal, was wir für unsere Sonnenblumen bekommen. Ich habe übrigens nicht vor, alle Sonnenblumen zu verkaufen, denn mit der Kartoffelernte bin ich ja noch am Überlegen. Wir werden definitiv, denke ich, die Suppenfabrik kaufen, weil die Suppenfabrik gibt uns die Option, eine Kartoffelsuppe herzustellen. So können wir dann also auch gleich hier in die Produktion gehen und unsere Kartoffel, unsere Erdäpfel gleich mal auch veredeln sozusagen. Aber eine weitere Option ist es, es gibt hier eine Kartoffelproduktion, eine Kartoffel, keine Ahnung. Auf jeden Fall scheint man dort Chips herzustellen, Kartoffelchips. Und für die Kartoffelchips brauchen wir ja Öl. Und die Sonnenblumen wären natürlich eine Option, diese dann zu verarbeiten zu Sonnenblumenöl.
So, jetzt müssen wir mal schauen. Rechts ist frei, ja. So, da müsste jetzt hier links reingehen. Wunderbar. So, am Pförtner vorbei. Servus. Aha, da geht's rein. So, umweltbonusmäßig sind wir ja noch nicht so gut aufgestellt, aber wir kriegen zumindest keine Negativzinsen. Ich müsste ja gerade da nochmal reingucken. Wo sind wir denn? Na, okay, 2%. So, jetzt haben wir irgendwo hier genau die Kartoffelverarbeitungsanlage und die müsste produzieren. Ich habe übrigens, so, hier die Kartoffelchips. Und die Kartoffelchips, da bin ich mir sicher, da brauchen wir definitiv Öl, damit wir die herstellen können. Und Sonnenblumenöl ist da mit Sicherheit nicht verkehrt. So, können wir schon abladen. Wir können schon abladen. So, das Ganze bringt auch nochmal ein bisschen Geld. So, 20.000. Wow, ist ordentlich, ist ordentlich. Und ein bisschen eben Umweltbewertung. Okay, jetzt sehe ich gerade, der Kollege scheint auch fertig zu sein. Dann können wir mal schauen, wo wir den noch hinschicken. So, wo haben wir denn noch was Größeres? Feld Nummer 57. Das, denke ich, wird sich nochmal lohnen. Vertrag akzeptieren. Ach, wir haben schon 3 Lohnaufträge. Ist klar, logisch. Da müssten wir erst warten. Aber Feld 57 können wir schon mal hinfahren. So, wo müssen wir denn dazu hin? 57, ach, das ist da oben. Okay, einmal über die Brücke und dann rechts. Sehr schön, wir klappen zusammen. Jupp, dann kommen wir wenigstens ein bisschen über die Karte und lernen hier mal die Gegend kennen. Wie gesagt, das sind hier die Felder. Ganz in der Nähe natürlich von der Getreidemühle und da kann man mit Sicherheit ganz, ganz große Sachen anlegen. Also ein bisschen Big Farm ist hier eigentlich auch möglich, weil man hier die Felder mit Sicherheit zusammenlegen kann. Und es gibt hier auch jede Menge Flächen, die so ein bisschen noch wild in der Gegend sind. Also das heißt, hier kann man mit Sicherheit auch Felder selbst erstellen. Also es gibt genügend Platz, um hier Felder auch zu erstellen. Da sind wir jetzt aber ganz schön wild, glaube ich, drüber gefahren über diese Brücke. So, hier geht es rechts rum wieder auf einen schönen Weg. Und dann eigentlich immer nur dem Weg entlang. So, hier auf der Seite sehen wir die dritte Farm, der dritte Bauernhof oder Hof, auf dem man beginnen kann. Ne, es gibt immer dieses Hofgebäude, dann diese 2 Schuppen, beziehungsweise das eine ist ein Schuppen. Da hinten stehen die Hühner, der Hühnerstall und dann eben das Silo. Ja, aber hier unten ist es halt doch ein bisschen, ich sage mal, einsam und ab vom Schuss. So. Und deswegen ist dann der Standort, den wir gewählt haben, denke ich, wesentlich besser. Okay. Und hier lang. Und da müsste jetzt schon das nächste Feld sein, das für uns interessant ist. Sobald wir mit Feld Nummer 26 fertig sind, können wir den Auftrag dort abschließen. Und dann können wir den hier nochmal annehmen. 57, wunderbar. In der Zwischenzeit fahren wir mal mit unserem, ja, hat noch ein bisschen, mit unserem Fendt wieder zurück. Jetzt müssen wir uns aber orientieren, wie kommen wir denn hier wieder raus? Einmal ums Haus rum, oder? Denke ich mal, jupp. Nee, da nicht. So, und mittlerweile habe ich auch ein bisschen die Sache mit den Helfern ausprobiert. Also das funktioniert. Funktioniert weitgehend, wie man es eben kennt auf der PlayStation mit den Giants-Helfern. Es geht. Auch hier bietet es sich natürlich immer ein bisschen an, den Verkehr auszuschalten. Aber im Großen und Ganzen muss ich sagen, es funktioniert ganz gut. Die Wege sind hier relativ gut eingefahren.
Es gab jetzt vorhin nur eine Stelle eben, wo er hier über eine Produktion gefahren ist und danach hat er dann nicht mehr so genau gewusst, was Sache ist. Aber sei es drum, da oben gibt es wieder Störche. Sind welche da? Augenblick. Aha, die Störche sind weg. Da könnten wir doch gleich mal ein Thumbnail machen. Augenblick mal. So, machen wir mal schnell hier die Hilfe weg. Und die Map. Okay, und dann machen wir hier ein schönes Thumbnail. Dankeschön. So, und dann hier wieder rechts rum, glaube ich. Da kommen wir am ehesten zu unserem Hof. Ja, den Fendt hatten wir ja auch gebraucht, gekauft, 150 oder 140 PS, aber den können wir auch noch ein bisschen pimpen. Und das Gute ist halt 52 km/h, also da kommt wesentlich ein bisschen vorwärts. Der Johnny kommt ja gerade mal auf bescheidene, ich glaube 31 oder 35 km/h. Und mit dem Fiat sind wir halt bei etwas mehr als 40. So, jetzt müsste es doch hier rechts gehen. Na, also. Und da vorne sieht man schon den Grimme leuchten im Schnee. Wunderbar, sehr schön. Ja, da freue ich mich schon. Wenn wir dann jetzt in den nächsten Monaten mit der Aussaat beginnen und dann unsere Felder entsprechend bestellen und dann hoffentlich natürlich auch ordentliche Werte bekommen. So, den Anhänger lassen wir mal hier stehen. Sehr gut. Und den Fendt, den stellen wir erstmal unter, weil auf dem Hof haben wir nichts mehr groß zu tun. Wir haben mal ein bisschen unser Grasfeld in der Zwischenzeit gedüngt. Deswegen hier die Kalkpaletten, die ich hier abgelagert habe, die müssen wir dann auch mal beiseitigen, beziehungsweise mal kurz wegräumen. So, unsere Schäfchen arbeiten auch gut. Und ihn hier packen wir jetzt mal ins Trockene. Sehr schön. Ja, also die Grasballen, die werden eine Zeit lang halten, da brauchen wir uns wohl keine Sorgen machen. Hier gibt es Wolle. Und die anderen Grasballen, die habe ich dann hier reingestellt. Ich meine, ich tue mich ein bisschen schwer hier mit diesen Gebäuden, weil so richtig kriegt man hier eigentlich nichts rein, ne? Also, schwierig. Aber jetzt habe ich mal hier die Grasballen reingemacht. Das ist besser als nichts, ne? So, optisch gut, aber so vom Handling oder vom, ja, Nutzen, relativ. Aber das Gebäude hier finde ich sehr, sehr gut. Das war auch mit dabei. Und das habe ich deswegen auch gleich mal platziert. Jetzt schauen wir mal, wie weit ist denn er? Er ist soweit fertig. Gut, dann können wir eigentlich den Auftrag hier beenden. So, das war der Auftrag Feld Nummer 26, wenn ich richtig weiß. Ja, auf der anderen Seite können wir eigentlich beide Aufträge hier beenden. Dann ist der weg. Dann machen wir nur noch den hier. So, das war Feld Nummer 57. Vertrag akzeptieren. Wir schmeißen das Maschinenschaden an. Und dann geht es hier übers Feld. Und dann machen wir den Auftrag noch fertig. So, den fahren wir jetzt einfach mal selber. Haben wir wieder Geld gespart. So, ist auch wieder ein, ist das wieder ein Baumwollfeld? Ich glaube, ja. Jo, das passt so. Okay, Freunde, das soll es dann wieder mal für diese Folge gewesen sein. Wir haben die Zilonga jetzt gesehen im Winter, aber es wird Zeit, dass wir jetzt ein bisschen vorwärts kommen, weil wir wollen ja in die Aussaat und endlich die neuen Früchte dann wirklich hier auf unsere Felder ausbringen. Ich bedanke mich recht herzlich bei euch für eure Aufmerksamkeit und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder hier einschaltet, wenn wir auf der Zilonga unterwegs sind in unserem Projekt Krautschlegel. Ich sag vielen Dank. Tschüss, ciao, cheerio. Bis zum nächsten Mal.